Pusteblume. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute ein Lied über den Regen vortragen. Bitteschön. Ich singe jetzt ein nasses Lied, denn ich will den Regen loben. Jede Blume, die hier blüht, braucht das Wasser von da oben. Schau, es fällt auf alle Bäume und auch in die Zwischenräume. Auf der Glatze prasselt's munter und läuft an der Nase runter. In den Kopf kommt's aber nicht, denn ich bin ja wasserdicht. So ein Baum, der steht nur rum, braucht sich gar nicht zu bewegen. Aber wachsen muss er drum, braucht er jede Menge Regen. Heute werden die Bäume satt, Wasser tropft von Blatt zu Blatt, läuft hinein in meinen Kragen, doch es kommt nicht in den Magen. Nein, im Bauch, da regnet's nicht, denn ich bin ja wasserdicht. Ganz umsonst ist dieses Wasser. Hey, was ist das für ein Spaß? Ich werd nass und immer nasser. Und ganz sauber wird das Gras. Wasser fällt auf Fuchs und Wiesel und dann rieselt's über Kiesel und hinein in meine Socken, die wären heute nicht mehr trocken. Aber sowas stört mich nicht, denn ich bin ja wasserdicht. Tropfen machen nicht nur nass, nein, ich kann sie auch benützen, wenn ich viele davon hab, denn sie sammeln sich in Pfützen, laufen in die Welt hinaus, später wird ein Bach daraus, dann ein Fluss, ist das nicht toll? Doch ich hab die Nase voll, ich bin nass und will nach Haus, und das Regenlied ist aus. Aber es regnet weiter und der Tümpel wird voll und immer voller. Da müsste er doch mal überlaufen, ja. Jetzt geht's durch eine Wiese. Die Blumen haben auch was davon. Und jetzt haben wir schon einen schönen Gebirgsbach. Aber vom Gebirge muss das Wasser doch irgendwie runter. Ah ja, dafür gibt's den Wasserfall. Was für eine Menge Wasser jetzt schon zusammengekommen ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass im Wasser drin schon allerhand los ist. Ich meine, dass es da kleine Tiere gibt. Oder vielleicht sogar Fische. Da ist einer. Da ist ein Fisch. Ja, nur... Von was lebt der? Ich meine, was frisst denn der hier? Hm? Na. Ja, da ist alles drin. Wasserflöhe, Hüpferlinge, Mückenlarven, Wassermilben. Nur, die sind so klein, die kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Dazu braucht man eine Lupe. Na, da ist doch allerhand los. Ja, das Wasser ist nicht leer. Was für ein Gewimmel. Habt ihr es gesehen? Und die sind so klein, davon gehen eine Menge in einen einzigen Wassertropfen. Ich zeig's euch mal. Da. Ja. Ein Wassertropfen. So. Ja. Sieht aus wie eine Glasperle, der Wassertropfen. Und da ist was los drin. Ha. Wasserflöhe.
Ja, Wasserflöhe sind eigentlich kleine Krebse. Und sie sind ganz durchsichtig. Vorn der dunkle Punkt, das ist das Auge. Eigentlich ein hübsches Tierchen. Da ist noch einer. Schaut mal, man kann genau sehen, wie dieser kleine Floh funktioniert. Ah, da ist noch einer. Mit langen Ruderfüßen vorne. Damit rudert er sich die Nahrung zu. Und diese Nahrung muss ja noch kleiner sein als er. Meine Güte, welches Tier ist denn so winzig, dass es ein Wasserfloh schlucken kann? Kommt doch mal näher. Ich habe mir nämlich dieses Mikroskop hier mitgebracht und damit kann ich diese kleinen Tiere sehen. Da unten ist jetzt der Wassertropfen. Nur wollen wir mal sehen. Ja. Ja, man muss ein bisschen scharf stellen. Ja, da ist es. Ihr werdet's nicht glauben. Das sind Tiere. Sehr kleine Tiere. Wie sie heißen? Na, vielleicht erratet ihr es. Guckt sie euch mal genau an. Na? Die Form? Die sehen doch aus wie Pantoffeln. Ja, so heißen sie auch. Pantoffeltiere. Es sind ganz einfache Tiere. Sie haben keine Beine und keinen Kopf, nur einen Körper. Aber sie können sich im Wasser bewegen. Das tun sie mit diesen kleinen Wimpern. Damit rudern sie herum. Und einen Mund haben sie auch schon. Da ist er. Sie müssen ja fressen. Und was sie gefressen haben, das kann man auch sehen, denn die Kleinen sind durchsichtig. Da, was da innen so strömt, das ist die Nahrung. Das ist auch so ein Einfachtier. Aber was macht denn der da? Der stülpt ja was raus. Finger? Ein Fingerhandschuh? Ein Fausthandschuh? Ein Fingerhandschuh? Der angelt Nahrung. Hier sehen wir mal, wie so ein einfaches Tier wächst. Wie könnten die wohl heißen? Die sehen doch aus wie, na? Wie Glocken, ja. Es sind Glockentierchen. Na, da ist ja wieder unser Fisch von vorhin. Ob den auch jemand fressen will? Der vielleicht? Dieser schöne Vogel ist ein Eisvogel. Und ich glaube, das ist seine Lieblingsspeise hier. Kleine Forellen. Ob er sie gesehen hat? Ja. Er hat eine. Ein ziemlicher Happen für so einen kleinen Vogel. Aber da ist ja schon sein Weibchen. Vielleicht will die was abhaben. Na, wo bleibt denn der Alte? Aha. Bitteschön. Dankeschön. Übrigens, ob ein Eisvogel wohl auch gefressen wird? Das dürfte schwierig sein. Denn er kann sich gut verstecken. Habt ihr ihn? Ja, da hat sich gerade der Eisvogel die Forelle geschnappt, die vorher einen Wasserfloh gefressen hatte, der vorher ein Pantoffeltierchen verschluckt hat. Tja, so ist es nun mal. Die großen Tiere fressen die Kleinen. Und die Kleinen fressen die ganz Kleinen. Einer lebt vom anderen. Ah, da muss ich euch die Geschichte erzählen vom Barsch, der hier nicht leben wollte. Es war einmal ein Barsch. Der lebte in einem schönen, klaren Bach. Er hatte genug zu essen und er hatte viele Freunde. Aber ein bisschen langweilig war es.
Er wollte Abenteuer erleben und die große, weite Welt sehen. Und so beschloss er eines Tages, wegzuschwimmen, dorthin, wo der Fluss breiter ist und wo die Großstädte an den Ufern liegen. Da sei etwas los, hatte man ihm gesagt. Er verabschiedete sich von seinen Freunden und schwamm davon. Der Bach wurde ein Fluss und der Fluss wurde immer breiter und nach vielen Tagen war er am Ziel. Nun hat er einen ziemlichen Kohldampf. Ja, und was isst der Barsch, wenn er Hunger hat? Kleine Krebse, Würmer und auch mal einen kleinen Fisch. Er suchte und suchte, fand aber nichts. Hat sich da vielleicht etwas versteckt? Igitt, da kam ihm stinkendes, schmutziges Wasser entgegen. Es kam aus der Stadt. Die Leute hatten ihr Badewasser in den Fluss laufen lassen. Nichts wie weg. Er schwamm zum anderen Ufer. Vielleicht war dort was Essbares. Aber was war das? Rotes Wasser. Und gelbes und braunes. Das kam aus der Fabrik. Er konnte kaum noch atmen. Ich muss hier raus, dachte er. Viele Tage später, oben im sauberen Bach, spielten seine alten Freunde. Da schwamm ganz langsam ein Fisch auf sie zu. Er bewegte seine Flossen nur schwach und war offensichtlich sehr krank. Es war ihr Freund, der Barsch. Große Abenteuer hatte er nicht erlebt. Und beinahe hätten sie ihn nie wiedergesehen. Sie pflegten und fütterten ihn und bald wurde er wieder ganz gesund. Er spielte vergnügt im sauberen Wasser und fand genug zu essen. Nie wieder wollte er in den Fluss schwimmen. Ja, der Barsch hat Glück gehabt. Der ist nochmal davongekommen. Aber nicht alle Fische kommen davon. Und die, die ihr jetzt sehen werdet, haben Pech gehabt. Es geht ihnen schlecht. Denn in dieses Wasser hat eine Fabrik ihren Dreck gepumpt. Und jetzt ist es vergiftet. Die Fische schnappen verzweifelt nach Luft. Und die Menschen stehen hilflos herum. Schlimm für die Fische. Sie konnten in ihrem Wasser nicht mehr leben. Das Wasser war schmutzig und war vergiftet. Und wer ist schuld daran? Wir Menschen. Wir sollten auf unser Wasser besser aufpassen. Schließlich wollen wir es ja selber trinken. Und wir wollen drin baden. So wie die Familie, die verzweifelt einen Platz gesucht hat zum Baden. Einmal war es sehr heiß. Mein Bruder Manfred hat unserem Papi so lange vom Baden gehen erzählt, bis er losfuhr. Wir wollten baden gehen. Mein Gott! Als wir zur Badeanstalt kamen, sagte mein Vater, er kriegt einen Schlag. Bei so vielen Menschen kann da kein Wasser mehr sein. Ach komm, wir bleiben hier nicht, wir fahren zurück. Komm, hier ist es ja so voll. Nun wollte mein Vater nach Hause. Da redete Manfred mit Mami. Und Mami redete mit Papi. Und dann fuhr Papi wohin, wo wir vielleicht baden können. So, jetzt kommt aber hier der Baden. Da ist ganz toll. Komm. Aber da war ein Schild: Nicht baden. Und mein Papi fuhr noch woanders hin. Wieder das Schild. Baden verboten. Also wisst ihr was? Jetzt habe ich die Idee. Kommt, wir fahren zum Onkel Eberhard. Kommt. Und dann hatte Papi eine Idee.
Onkel Eberhard hat nämlich ein Schiff auf dem Wasser. Ihr seid da. Schau da. Ja, kommst du wieder runter. Und wir denn nicht. Du, halt, 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 bitte. Sie die Schuhe aus. Um Gottes Willen. Ihr kennt ja, wie pinglich ich bin. Mit schmutzigen Schuhen darf man nicht aufs Schiff, weil das Schiff sauber bleiben muss. Jetzt mussten wir alle nach Hause. Denn Manfred brauchte sauberes Wasser. Mein Papi hat gesagt, so ein Blödsinn. Wir hätten gleich alle in der Badewanne baden können. Der Manfred hat noch tagelang gestunken. Hier kommt das Wasser aus Manfreds Badewanne. Naja, nicht nur aus seiner, aus vielen Badewannen. Das ist hier das schmutzige Wasser einer ganzen Stadt. Das müsste man doch eigentlich wieder sauber machen. Und es geht auch, aber nicht mit Seife. Nee, Wasser muss man ganz anders waschen. Hier ist das Wasser inzwischen gelandet, in dem großen Becken. Und da ist Dreck drin. Wenn man aber jetzt das Wasser ein bisschen in Ruhe lässt, und ich habe mir hier in dem Glas ein bisschen was davon geholt, dann passiert Folgendes. Der Dreck sinkt nach unten und jetzt gibt es unten Schlamm. Hier. Und oben ist das Wasser schon fast, naja, also ja, ganz sauber ist es noch nicht. Aber dasselbe, was jetzt in meinem Glas passiert, das passiert auch in dem großen Becken. Nee, so ganz sauber ist das Wasser noch nicht. Das muss noch weiter gewaschen werden. Und deshalb fließt es aus diesem Becken in das da drüben. Hier ist es inzwischen angekommen. Ja, und jetzt muss ja noch was damit passieren. Passiert auch. Denn jetzt kommt noch etwas dazu, nämlich Tiere. Ja, ihr erinnert euch doch an diese winzig kleinen Tiere am Anfang des Films, die so klein waren, dass man sie mit bloßem Auge überhaupt nicht sehen konnte und die im Wasser leben. Ja, und da gibt es nun welche, die können etwas ganz Besonderes. Die fressen nämlich Dreck. Ja, das ist doch sehr praktisch. Die könnten doch aus diesem Wasser hier den Dreck rausfressen. Ja, und das tun sie auch. Und diese Tiere leben da drüben, in diesem runden Becken. Sieht aus wie Schlamm, aber hier drin leben diese winzig kleinen Tiere, diese Mikroorganismen. Und die werden jetzt durch dicke Rohre hier rüber gepumpt in unser schmutziges Wasser. Außerdem pumpt man noch Luft dazu, damit die Kleinen was zu atmen haben. Und deshalb schäumt das auch hier so überall. Ja, jetzt haben sie also Luft zum Atmen und sie haben eine Menge Dreck zu fressen. Und dann fressen sie und sie vermehren sich und fressen immer mehr und es werden immer mehr. Und jetzt fressen immer mehr Tiere immer mehr Dreck aus diesem Wasser heraus. Und jetzt wird doch irgendwann mal das Wasser von diesen kleinen Tieren sauber gefressen sein. Na, und das schauen wir uns jetzt mal an. Na, ist das ein Unterschied? Das ist doch fast sauber. Da kommt dieses fast saubere Wasser heraus und wird hier draußen ganz sauber. Und das macht die Natur. In diesem Wasser fühlen sich auch die Enten wieder wohl. Ja, wenn nur saures Wasser in einen See fließt, dann ist das gut für Tiere und für Menschen. Man kann wieder drin baden und man fühlt sich wohl. Ja, auch die Frösche
fühlen sich wieder wohl im Wasser. Da sieht man, womit sie quaken. So eine Art Dudelsack. Na, und wo sich die Frösche wohlfühlen, da fühlen sich auch die Störche wohl. Einer lebt ja vom anderen. Wetten, hinter jedem Schilfhalm lebt ein Tier. Kleine, mittlere und große. Der hier kriegt bald Kinder. Der sicher auch. Und auch die beiden Haubentaucher. Die bauen schon die Kinderstube. Na, und wenn erstmal der Fischreiher wieder da ist und auf seinen langen Beinen durchs Wasser starkst, dann weiß man, es gibt auch wieder Fische. Dann ist das Wasser wieder so, wie es sein soll. Lebendig. Ja, am Wasser kann man doch fabelhaft spielen. Das ist Emma, meine Plastikente. Naja, ich gebe zu, nicht jeder hat so einen schönen See in der Nähe. Aber ich kann mich erinnern, als ich klein war, ich habe auch gerne in der Pfütze gespielt. Oh, da ist ja ein
Fahrt ins Boot. Ey! Wir werden alle gerettet. Ich finde, deine Boote kommen jetzt bei mir zu Besuch. Wie denn? Ach ja. Oh, die Sonne kommt wieder. Weißt du was? Wir bauen einen Kanal. Oh ja. Es kommt, toll. Ich muss hier durch. Das geht aber nicht. Wir spielen doch. Und das sind unsere Flüsse. Und ich habe gerade einen Hafen gebaut. Tjaiaiai, das habt ihr aber toll gebaut. Das tut mir aber leid, dass ich das jetzt mit den Rädern zerstören muss. Man kann doch nicht einfach einen Hafen kaputt machen. Das gibt's in Wirklichkeit auch nicht. Warum müsst ihr auch ausgerechnet mitten auf der Straße spielen? Da, weil da das Wasser war. Da komme ich, glaube ich, nicht vorbei. So ist darf man ein Recht auch nicht kaputt machen. Tja. Tropfen machen nicht nur nass, nein, ich kann sie auch benützen, wenn ich viele davon habe, denn sie sammeln sich in Pfützen, laufen in die Welt hinaus, später wird ein Bach daraus, dann ein Fluss, ist das nicht toll? Doch ich hab die Nase voll, ich bin nass und will nach Haus, und das Regenlied ist aus. Pusteblume.